Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marvel Heroes, oder besser gesagt, herzlich willkommen zum Bürgerkrieg. Ihr habt richtig gehört, das Civil War Update ist raus. Also der zweite Teil mittlerweile. Der erste Teil kam ja während der LAN-Woche, wo ich nicht da war, wo ich nichts aufnehmen konnte. Leider, das holen wir jetzt aber nach, weil der erste Teil nichts anderes war als Crossbones. Wo halt ein neuer Punkt implementiert wurde, das wäre hier einmal hier Crossbone Pursuit. Den müsst ihr machen, um den zweiten Teil von Civil War freizuschalten. Und das machen wir heute. Wahrscheinlich wird das ein zweigeteiltes Video sein. Ich habe hier einen anderen Account genommen, der halt, mit dem ich eigentlich kaum noch spiele, nur ein 60er hier drauf habe. Um euch das nochmal zu zeigen, ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorgestellt habe. Denn mit meinem Hauptaccount habe ich das halt schon so weit gespielt, dass ich schon in Teil 2 bin und dort fleißig am Sammeln bin und so. Deswegen hoffe ich, das klappt hier. Und wir starten jetzt auch gleich mit dem ersten Teil vom Civil War Update, und zwar Crossbones Pursuit Madripoor Bazaar. Wo wir halt eben Crossbones aufhalten müssen. Beziehungsweise halt den, wer den Film nicht kennt, Vorsicht, Spoiler-Alarm, ne? Den Plot vom Film so ein bisschen nachspielen. Ich habe auch hier mit Storm keine Ahnung, ob ich alles richtig mache. Gut, den Toggle habe ich schon mal richtig eingesetzt, glaube ich. Warum ruckelt das eigentlich so? Verstehe es nicht. Oh. Was ist los hier? Alles okay. Naja. Storm ist halt schon ziemlich cool. Nicht cool. Gefällt mir. Oh, keine Ahnung, ob ich ein Bild hier richtig einsetze, aber ist halt schon ziemlich cool. Wollen wir mal ein bisschen durchprobieren. So, wir sind hier in Madripoor auf dem Bazaar, also halt wie im Film. Ist halt schon ziemlich cool, wenn man sozusagen die Story nachspielen kann. Oder zumindest halt einen äußerst aktuellen Bezug eben zum Marvel Cinema Universe hat. Finde ich äußerst geil. Gefällt mir. Was mache ich damit eigentlich? Mache ich eigentlich nur. Trifft zweimal pro Sekunde. Wow, geil. Macht also ordentlich Schaden. Ich weiß auch nicht, also ich habe mit Thor jetzt zum Beispiel ziemlich lange gebraucht, um da voranzukommen. Hier, die Dinger kann man irgendwie sammeln, dieses Seal of Conflict. Dazu kommen wir später nochmal. Droppen halt jetzt alle Nase lang, ist halt äußerst cool. Und hier haben wir schon den ersten Lieutenant von Crossbones. Der uns hart auf den Sack gehen möchte und uns auch wirklich hart auf den Sack geht. Denn, wie vorhin schon erwähnt, ich habe mit Storm oder beziehungsweise mit dem Account nicht so wirklich viel gespielt. Das waren so meine ersten Marvel Heroes Anfänge. Mit dem Patch während der LAN, übrigens fällt mir gerade ein, wollte ich euch noch erzählen. Mit dem Patch während der LAN kam auch noch ein neues Einsteigergebiet, beziehungsweise neues Tutorial sozusagen. Tops. Neues Tutorial. Und das werde ich auch noch aufnehmen. Das gibt es dann nächste Woche Sonntag zu sehen. Denn am Dienstag kommt dann der zweite Teil von Civil War. Je nachdem, wie lange ich jetzt hierfür brauche. Kommt entweder. Oh, hier, guck mal. Genau, die Dinger kann man auch sammeln. Crossbones Tactical Vest kann man dann später zusammenbauen. Und sich somit ein Artefakt herstellen. Wir müssen uns hier durch die Dächer erstmal weiter vorkämpfen bis zu Crossbones. Ah, das kann man channeln, wa? Ah, ne. Doch nicht. Ich muss sagen, mir gefällt das Civil War Update. Es gibt ja auch eine Tournament. Also ihr müsst euch ja entscheiden für eine Seite. Captain America oder Iron Man. Und es gibt dann halt eben so ein Tournament-Rating, wo dann alle zusammenspielen, Punkte sammeln. Und diese Punkte
Gibt es dann für verschiedenste Aufgaben, für Legendary Quests, für Terminals, für Cosmic Patrols, für normale Patrols. Und so könnt ihr dann immer sammeln. Eine genaue Auflistung dieser Punkte gibt es im Marvel Heroes Forum und in den Patch Notes. Das dann müsste hier in den Patch Notes stehen. Warte mal, ich guck mal nach. Release Mode! Choose your side. Lass dich mal ziehen. Da. Hier ist halt die Auflistung der Punkte, wie viele Punkte man für seine Fraktion dann eben sammelt. Finde ich sehr geil gemacht. Allein auch dies mit diesen zwei Fraktionen, dass man jetzt halt zwei Fraktionen hat im Spiel. Finde ich sehr cool. Macht das alles ein bisschen kompetitiver. Also ein bisschen frischer für Marvel Heroes. Und es ruckelt halt hart, ne? Obwohl ich hier 35 Frames konstant habe. Also für die Aufnahme perfekt. Verstehe ich nicht. Das leckt halt wahrscheinlich. Ist ja Pfingstsonntag. Wollt's erwarten. Internet krackt ab. Sammeln wir mal schnell ein paar Kisten ein hier. Ja. Übrigens, die LAN-Woche habe ich sehr gut überstanden. Ein bisschen groggy. Auf jeden Fall ziemlich groggy rausgekommen, aber doch besser überstanden, als ich gedacht habe. Und ja. Ich hoffe, ihr habt euch One Finger Death Punch mal angeguckt. Das ist ja mein neues Projekt, was halt 8 Folgen lang laufen wird. Mir macht es verdammt viel Spaß, kommt halt jeden Montag. Hätte ich nicht gedacht vorher, als ich mir das angesehen habe, weil zum einen kannte ich es nicht und wieder ein Lieutenant hier. Man muss erstmal seine Adjutanten, seine Lieutenants hier kaputt machen, bevor man Crossbones selber entgegentritt. Die rufen halt eben auch Verstärkung her, weil das ist echt ein bisschen tricky. Gerade wenn man halt diesen Frisch-60er hier spielt. Schon ziemlich anstrengend. Hätte ich nicht gedacht. Aber Ammo-Pouch, ja toll. Noch so ein Teil. Guck mal, wie ich so gar keinen Schaden mache, ne? Gut, das war jetzt aber auch eine Fähigkeit, die ist Level 1. Die habe ich jetzt nicht so hoch gesteckt. Also ich habe mich da mal komplett an dem Bild gehalten. Ja, aber macht trotzdem Spaß hier mit Storm. Ich finde auch die Location sehr, sehr geil gelungen, wie man sich ja so anguckt und auf den Dächern rumläuft. Die Rollstühle und Tragedinger und sowas. Finde ich cool. Und wir sind an der Crossbones-Instanz angekommen, also Hospital Rooftop nennt sich das Ganze, wo wir jetzt gegen Crossbones kämpfen werden. Und ja, ich glaube, das wird ein ziemlich schwieriger Fight. Ich hoffe, ich schaff's. Wenn nicht, dann hoffe ich, ich schaff's in mehreren Anläufen. Ich bin sehr gespannt. Ich gehe auf jeden Fall jetzt erstmal rein und wir hauen uns Crossbones hier entgegen. Ja, wird nicht einfach. Was war? Der ruft auch Minions herbei. Und noch Elite. Das Spiel kann halt manchmal echt hart anstrengend sein, ne? Keine Ahnung. Anstrengend. Erstmal hier. Machen wir Spirit. Muss ich umwechseln? Auf meinen Spirit-Generator. Und wir halt eben. Oh, hier sind Minen. Wir droppen auch noch Minen. Und deswegen bin ich beim ersten Mal so hart kaputt. Ja, genau. Ich nehme jede Mine mit, die es hier gibt. Ja, das ist halt wirklich mal ein Fight, der ist herausfordernd. Zumindest für mich. Also ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt megamäßig ausgerüstet ist und sich dann hier hinstellt, dann ist das wahrscheinlich so langweilig. Aber schon cool. So, auf der zweiten Bar habe ich nur meine Filler. Ich halt setze, wenn ich mich regenerieren muss.
die jetzt schon wieder. Ich habe einen halben runter, bin noch nicht einmal gestorben. Sagen hier mit Storm, das läuft besser als mit meinem Main Account. Kommt vielleicht drauf, auch darauf an, dass ich jetzt mal auf die Minen achte. Habe ich in meinem Main Account nämlich nicht gemacht. Da bin ich dann wirklich hart gefaked die ganze Zeit. Macht doch Spaß mit Storm, ne? Muss ich mal sagen. Lass mich in Ruhe! Ru tankt auch mega geil ab alles hier. Sehr cool. Ja, schon mit Hailbock reinhauen. Und der erste. Crossbones hat mich entdeckt. Ich bin gerade hart konzentriert, Leute. Megamäßig. Ich schalte auch ständig meinen Toggle aus. Was total unbeabsichtigt ist. Ich konzentriere mich jetzt einfach mal auf Crossbones. Da geht er down! Er jagt die halbe Stadt in die Luft! Komplett zerschossen die ganze Gegend. Einfach mal so. What the fuck? Oh. 2985 Seelen verloren. Menschen auf der ganzen Welt sind erschrocken und sauer. Ja, das spiegelt jetzt so ein bisschen den Film wieder. Warum es zu diesem Registration Act kommt und warum halt Tony und Steve gegeneinander kämpfen. Aufgrund dieses Debakels in Madripoor, wo halt so viele Menschen gestorben sind, wurde halt dieser Registration Act ins Leben gerufen, wo dann Superhelden sich der Autorität der Regierung, beziehungsweise der UN in dem Fall, unterordnen sollen und nur auf deren Gebaren hin aktiv werden sollen. Also nicht mehr von sich aus entscheiden, okay, da greifen wir jetzt ein. Nein, da lassen wir die Finger raus. Sondern die Regierung schickt die Superhelden an Krisenregionen, wo sie auch gebraucht werden. Einerseits vernünftig, andererseits, Regierungen sind jetzt auch nicht unfehlbar. Und das ist halt so dieser Konflikt zwischen den beiden Parteien. Und hier muss man sich jetzt entscheiden. Wem man helfen möchte. Also ist man jetzt für Captain Steve Rogers, für Captain America und halt eben gegen diesen Registration Act? Oder aber ist man für Iron Man, für Tony Stark und geht mit diesem Registration Act und beschützt die Menschen und versucht halt wirklich Verluste zu vermeiden? Keine Ahnung. Also ich habe mich ja entschieden, mit meinem Main-Account habe ich mich entschieden und zwar für Captain America und gegen den Registration Act. Wenn man ein bisschen weiter drüber nachdenkt, fällt einem die Entscheidung gar nicht so einfach. Ich denke mal, viele von euch werden halt die Entscheidung an den Charakteren festmachen, ob sie jetzt halt zu Cap gehen oder zu Iron Man. Es ist auch in Marvel Heroes, ich habe ja die erste Terminal-Welle dann jetzt schon beendet und meine Belohnung gekriegt und die Punkte gesehen, das ist halt wirklich so, dass halt die meisten auf Cap-Seite sind und recht wenig auf Iron-Man-Seite, also es war irgendwie ein Unterschied von 1 Million Punkte. Was ziemlich krass ist, finde ich. Andererseits aber auch verständlich, weil Freiheit und sowas, ne? Hier werde ich jetzt mit Storm für den zweiten Teil des Civil War-Videos werde ich für Iron-Man joinen. Also ich werde jetzt hier gleich draufklicken und join Team Iron Man. Und dann machen wir einen Cut und die zweite Folge gibt es dann am Dienstag. Ich drücke jetzt erstmal drauf. Join Team Iron Man und ihr kommt halt instant gleich in ein neues Gebiet. Team Iron Man, hier ist es Avengers Tower Rooftop. Wir sind auf dem Dach vom Avengers Tower. Es laggt. Hart. Es laggt. Man merkt, die Leute haben alle Zeit. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr Captain America auswählt, dann startet ihr auch woanders und bekommt Kisten. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Crossbones,
Bazaar oder was bekommen. Die machen wir noch auf. Komm, ich gehe mal schnell in den Shield Training Room. Die machen wir noch auf, gucken uns an, was wir da bekommen. I am Groot. Oh, mal fix eingesammelt. Crossbones Medaille. Noch die Achievement-Dinger. Mal fix aufgemacht. Wie gesagt, das ist ein Account, den ich nicht so wirklich oft spiele. Also nie. Eigentlich. No, ja, es gibt, wenn ihr der Terminal beigetreten seid, bekommt ihr am nächsten Tag so eine Belohnung, so eine Kiste. Halt auch, das werde ich euch mit meinem Main nächste Woche Sonntag mal zeigen, weil ich unter der Woche dann wahrscheinlich nochmal ein Video aufnehmen werde oder gleich. I am Groot. Okay, das. Nee, ich brauche jetzt das Video einfach mal, um euch... Na? Da. Rooftop, um euch halt zu zeigen, wie das alles aufgebaut ist, wie es sich entwickelt. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein Captain, normales Video. Ah, hier seht ihr es schon. Sowas gibt es hier als Belohnung. Es gibt halt einmal hier dieses Iron Man Arc Reactor Teil. Und bei Captain America ist halt so ein Captain America Shield unter euch. Das könnt ihr auf euer Kostüm legen. Und muss ich sagen, sieht ziemlich cool aus. Gefällt mir. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. So, das war's für heute erstmal. Wir sehen uns im zweiten Teil am Dienstag. Also nicht vergessen, am Dienstag kommt der zweite Teil von Civil War, weil der Patch halt eben am Freitag kam. Und nächste Woche Sonntag gibt's dann, wie gewohnt, wieder so schöne Item-Hats mit meinem Main-Account, wo ich mittlerweile Hawkeye spiele. Muss ich nebenbei erwähnt. Ja. Und viele Neuerungen. Es gibt auch XP-Boni für Civil War-Helden, also die halt in dem Film auch mitgespielt haben. Zum Beispiel 100% und alle anderen Helden bekommen für die gesamte Woche jetzt kommend 50% mehr XP. Und dann noch ein paar Hero-Unit-Changes, also Tuning-Changes, welche halt wirklich minimals sind. Und guckt es einfach mal an. Lest es euch mal durch. Ist halt ziemlich cool. Und diese Warp-Packs, die habe ich mir selber noch nicht angeguckt. So War Part 2. So War Continued. So. Gleich kommt wieder mein Battle-Video, wo ich immer wieder battle. Ne? Und denkt dran, am Dienstag. Dienstag 20 Uhr Civil War Part 2. Nur mal so vorneweg erwähnt. Wenn es euch gefallen hat, guckt das Battle-Video und wenn nicht, guckt es trotzdem. Gefällt mir. Abonniert mich übrigens, 244 Abonnenten mittlerweile. Verdammt geil! Und freue mich sehr drüber. Wir sehen uns entweder am Montag bei One Finger Death Punch, am Dienstag bei Civil War Part 2 oder am Mittwoch bei DC Universe. Und ansonsten halt am Sonntag mit Marvel Heroes wieder. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hey, dir hat das Video gefallen? Dann lass mir doch einen Daumen da. Das freut mich und bringt mein Video nach vorne. Wenn ich dir generell gefallen habe, freue ich mich, wenn du mich abonnieren würdest. Und zwar genau hier oben. Des Weiteren siehst du jetzt aufgelistet, dass ich noch eine Website habe, bei Instagram bin und bei Twitter. Folge mir doch auch da, dann wirst du immer über Neuigkeiten von mir informiert. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Mal.